So, Leute, okay, wir sind hier zurück in dem relativ verwirrenden Level, was ich nicht so ganz verstehe, aber gut, Wayne. Warum haben wir jetzt eine Feuermelone gekriegt? Hier ist irgendwie nichts, was wir enteisen müssen, oder? Ich kann ja nur ahnen, vielleicht da doch das da hinten, die Eismelone. Aber wozu? Wozu brauche ich eine Eismelone? Hier ist schon alles zu Eis. Egal, ich habe eine Idee. Mal gucken, ob es klappt. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Oh mein Gott, das war ein Reim. Irgendwie. So, und? Hm. Haha. Hahaha. Okay. Oh Gott, nein. Das Level steckt voller Geheimnisse. Das ist irgendwie cool gerade voll, weil das kennt man nicht von Yoshi's Island. Also, ich jedenfalls nicht. Ich habe jetzt noch nie so ein Level gehabt, wo so ultra-mega-harte Secrets versteckt waren. Wie das hier jetzt. Gut. Ich sollte vielleicht auch mal links gucken, ob da irgendwas ist. Gut, ich gehe nochmal zurück, weil da gerade... Ein Schneeball? Ein Schneeball, okay. Ah, nein, nein, nein. Ja. Das war scheiße. Aber ich habe ihn gekillt. Super, dann war es wiederum gut. Okay, es brachte nichts quasi. Ich habe ihn umsonst runtergegangen, natürlich wie immer. Aber ich habe einen Schneeball gefunden, den ich so weiterrollen werde. Zerstören! Nein, oh Gott. Oh Gott, da ist eine Schlucht. Das ist ja fatal. Aber warte, ich brauche ihn da runterschmeißen, kann das sein? Ich werde mal eben was nachgucken. Und zwar, ob hier noch irgendwas Tolles ist. Auf dem Weg nach Vertania City. Auf dem Weg nach Vertania City. Okay, rollen wir dich weiter. 13 Münzen, 3 Blumen und ich kann die Tür, glaube ich, noch ein weiteres Mal benutzen, weil... Aha, okay. Ich kann die Tür nämlich, glaube ich, noch ein weiteres Mal benutzen, weil... Ganz einfach, weil... Ja, weil... Ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Ich kann die Tür noch ein weiteres Mal benutzen, weil... Warum? Ja... Keine Ahnung. Ich kann es auf jeden Fall. Nehme ich mal an. Okay. Aha. Gut, okay. Als ob ich das nicht sonst schaue. Als ob ich das allein nicht da hochschaffen würde sonst. So, das heißt, jetzt fehlt noch eine Blume, 7 Münzen und dann sind wir fröhlich. Okay, gehen wir mal rein. Cooles Level. Doch, definitiv hat was sehr cooles, das Level. Ich glaube, das war's. Ich gehe raus. Seht ihr da, nämlich da hinten rechts ist noch was Grünes und ich brauche aber noch einen Schlüssel. Wo kriege ich den denn her? Okay, irgendwo gibt es noch einen Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Dann gehe ich jetzt mal hier runter. Ja, jetzt wo man sagt, okay, Schuss in Beschuss nehmen. Und zack. Hätte ich ja nicht auch vorher drauf kommen können, dass da unten noch was ist. Was soll da noch drin sein? Leben! Oh mein Gott! Leben! Leben, Leben, Leben! Okay, Moment. Zack. Und Mimis! Mimis auch noch! Und noch ein Leben. Okay, cool, super. Ja! Jetzt muss ich allerdings wirklich aufpassen, weil ich habe so viele Items während des Spiels verbraucht. Guck mal, wir haben nur noch 4. Eine Eismelone, eine normale Melone, eine Wolke und einmal 20 Sterne. Gut, ich hoffe, ich werde einmal 20 Sterne jetzt nicht mehr wirklich oft brauchen. Gut, es gibt nur noch 4 Level, aber... Dennoch, müsste ich mir die erst nochmal neu holen und hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so mit gerechnet. Boom. Okay, aber wir haben hier zur Not auch noch Mimis. Oh Gott, das war gerade nicht gut für meinen Hals. Ein Schluck Tee hilft einfach gegen alles! Bling! Stellt euch jetzt vor, wie ich mit einem Daumen in die Kamera gucke. Grinsend und mit dem Augenzwinker wegen dem Bling, ihr wisst schon. Ja. Okay, gucken wir noch, was die letzte Tür birgt. Gucken wir noch mal kurz zur Sicherheit hier nach. Ja. Stille. Okay, yeah, ja. So, gut, gut zu wissen, wie man hier hochkommt. Ich habe echt lang gebraucht, ich habe es nicht herausgefunden. Ich habe es nicht geahnt. Also, doch später natürlich schon, aber... gut, und jetzt müsste natürlich logischerweise der Schluss daraus sein, die Resultierung, dass die Tür jetzt... Ja, dass die Tür jetzt nach unten fällt. Aber noch weiter. Moment.
So. Und zwar hierhin. Das heißt, jetzt müssen wir auf der grünen Ebene sein. Oder? Bitte? Yeah, 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 wee. Wee, Sir. Okay, jetzt sind wir wieder auf so einer komischen Ebene. Was gibt's hier jetzt wieder für ein Rätsel? Ich fühle mich gerade wie in Project Zero, was die Rätsel anbelangt. Das ist ja fast genauso kompliziert. Toll. Okay, jetzt können wir in die Röhren rein. Die mir Feuer bringen. Und weitere Feuer... Oh Gott. Okay, das ist also hier das Rätsel, dass ich hier weitere Feuerblumen erhalte. Feuermelonen erhalte, indem ich andere Feuermelonen freispringe. Okay. Meinetwegen. Zack, zack. Das ist aber... Hier muss man aber richtig handeln, weil wenn du hier zu viel wegsprengst, dann hast du Pech gehabt. Na gut, die hängt in der Luft. Egal, ich nehme trotzdem jetzt die. So, hier geht's sicher noch weiter. Ja, natürlich geht's hier noch weiter. Bumm. Ich glaube, man muss es genau so machen, scheinbar. Die haben sich ja... mit dem Level... Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt, lieber... Wow, wow, wow. Liebe Leute, das ist ein cooles Level, was mich töten will und mich auf Eis hin und her rutschen lässt. Aber definitiv, das gefällt mir mal richtig. Wow. Welt 5. Das hast du gut gemacht. Zack. Und das habe ich gerade richtig scheiße gemacht, aber gut, ich komme jetzt trotzdem noch dran. La 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 la. So, wenn ich jetzt mal stehen bleiben könnte, nach oben gucken. War da noch was? Oder ist da noch was? Offensichtlich nicht. Okay. Yay, wir fallen hoffentlich nicht in den Tod. Gut. 5 Münzen nur noch. Und irgendwie sagt mir, dass ich was übersehen habe. Aber das sagt mir immer irgendetwas. Und ich habe das auch schon ganz oft gesagt, dass mir das immer irgendwas sagt. Das heißt, wir können jetzt auch nach oben rein, oder? Schade. Dann vielleicht hier nach oben rein. Nee. Okay. Also es ist so eine Art Labyrinth. Und, aber so ein Puzzle. Wie auch immer. Labyrinth, Puzzle. Und Geheimgang. Mit Mimis Geheimwolke, meine Geheimgang. Zack, zack. Noch ein Münzchen. Und ich wäre gerade fast abgerutscht. Das war nicht so cool. So, hier ist zum Beispiel nichts. Also, ja, ja, doch, doch. Ein schönes Level. Ein sehr schönes Level. Okay, noch 4 rote Münzen. Und wir haben nur noch diese eine Schlüsseltür, die wir durchqueren können. Hoffentlich. Bitte. Bitte. Das ist gerade so schön. Das ist gerade so schön. Mach es mir nicht kaputt. Spiel. Okay. Das sieht eher so aus, als wäre ich jetzt ganz am Anfang wieder. Wozu? Was hatten wir dir jetzt gebracht, die Tür? Irgendwie gar nichts. Nö, nicht wirklich, oder? Hä? Was zum Henker? Die hat jetzt... Toll. Toll, irgendwie. Die Tür hat nichts gebracht. Yay. Das heißt, ich habe irgendwo was übersehen. Und die umkreisen mich unendlich oft, wollte ich gerade sagen. Oder warte, irgendwas ist anders. Ist das wirklich... Nee, das ist was anderes hier. Zack, eine rote. Da war noch eine rote. Und ich habe gerade voll genial geschossen. Wie ein Scharfschütze. Da ist noch was. Oh, jawoll. Oh mein Gott, das heißt... Wir haben alles, wir haben alles. Ah, hier bin ich jetzt. Okay. Oh mein Gott, Respekt. Ich muss mal... Ich würde ja gerne applaudieren, aber ich habe schon so oft applaudiert in diesem Let's Play. Ein richtig, richtig geiles Level in der 5. Welt. Kompliziert, nicht ohne, also für ein Yoshi-Spiel echt viel zum Nachdenken, sage ich mal, für ein Yoshi-Spiel. Definitiv, definitiv, definitiv. Ich verschluck mich die ganze Zeit, aber das ist egal, weil ich mich freue. 30, 20, 5, das heißt, noch 3 Level haben wir vor uns. Das werden wir heute aber allerdings nicht mehr machen, da ich jetzt gerade irgendwie keine Lust mehr habe. Das war's mit dem Yoshi Island Special, sage ich mal. 10 Episoden. Wow. Okay, wir versuchen bei einem Bandit nochmal was zu reißen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wir haben was gewonnen. Nämlich nichts. Doch, wir haben was gewonnen. Die Freiheit. Die Freiheit. Noch... Ah, mein Gott. Es ist bald geschafft. Wir haben 5700 Punkte. Okay, Leute. Wer sich das alles reingezogen hat jetzt... Respekt. Aber jetzt heißt es erstmal, das war's für heute von Yoshi's Island. Wir sehen uns morgen aber sicherlich wieder. Ciao.